Ich sag schon mal einen Tipp abgeben, dass Mike mit 13 Sekunden vor Platz 2 Erster wird. Nee, definitiv nicht. Also wenn ich nicht rausfliege, bin ich schon mal froh. Wenn ich nicht rausfliege, bin ich schon froh, ey. Nicht mal rausfliege. Ey, verspreche ich mich halt auch. Jedes mal. Rennen beendet, immer unter den besten 2. Nee. Nee, welches denn nicht? Ach, da wo ich dich rausgekickt hab, war rein, ne? Oh, gleich kommen wieder Regen. Oh, Alter, dann raste ich aber richtig aus. Dann fahre ich nicht, boykottiere das. Ein herzliches Moin Moin! Hier ist euer Micha und Jan und Mike sind mit dabei, denn wir sind hier bei F1 Online-Karriere mit den beiden und wir sind in Belgien. Hey! Am Ende mit Regen. Also, ja, die letzten 10 Runden boykottiere ich. Alter, Leute, ich bin so durchgeschwitzt vom letzten Rennen. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, unbedingt da vorbeischauen. Ansonsten natürlich bei den anderen auch vorbeischauen. Und ich werde jetzt mein T-Shirt mal wechseln, weil... ja, wir sehen uns. Ich fahre irgendwann raus, keine Ahnung. So, Leute, neues T-Shirt bereit zum Vollschwitzen. Saugeil. Versuch's mal mit gelben Reifen dich zu qualifizieren. Ich? Oder mit weiß. Blau. Nimm bitte blau. Ja. Dann kannst du schon mal fürs Rennen üben. Soll ich mal probieren? Ja. Ich weiß gar nicht, wo die Boxeneinfahrt ist. Ach, da. Alter, hier fahren gerade zwei Leute hier ein Rennen, ey. Dann geh mal weg, Jan. Danke. Die zwei Leute sind scheiße, die nerven mich jetzt. Oh mein Gott, ich komme so weit raus. Alter, das kannst du vergessen. Bin so gedriftet. Ja, das kannst du vergessen. Schade. Spaß, ja. Oh, nerven die mich gleich, kriege ich eine Gridstrafe, ey. Probier jetzt trotzdem einfach mal über Startziel zu fahren. Ich rahm Albon weg, aber ist mir scheißegal, wenn der nicht aus dem Weg geht. Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein. Boah, naja, P3. Problem nicht zu verschlimmern. Weiß nicht, ob ich das so lassen kann oder soll. Mike, du fährst ja nur mit Gelb. Ja. Echt? Oh mein Gott, das ist wirklich gemacht. Ja, Leute, was soll ich sagen? Also man sieht es hier, Sektor 3, das war der einzige, wo ich nicht so ultra schlecht war. Habe ich Lila auch gefahren. 1 hätte ich aber auch nicht viel besser fahren können. Ein bisschen, ja, aber auch nicht Lila, ein bisschen besser halt einfach. Und den Sektor 2 hatte ich einfach meinen Quersteher, das sieht man ganz deutlich an der Zeit auch. Ist natürlich schade, weil ich keinen zweiten gelben Reifensatz dabei habe, aber... Ja, jetzt fahren die da gerade alle raus. Ich würde mal sagen, dass ich es trotzdem dabei belasse, einfach egal, ob mich jetzt noch jemand einholt oder nicht. Ja, ich kann ja nicht zufrieden sein, weil meine Reifen ja so abgehen. Ja, ja, ich weiß schon. Muss ich mich ja verbessern. Weiß schon. Ja, moin. Ich dreh mich in die Wand. Reifen ist ab, okay, das war's mit dem Verbessern. Ja, moin. Ich muss mich verbessern. Das sah richtig gut aus. Erste Kurve, Bart. Ich war schon grün. Wow. Ja, ich hätte keinen Bock nochmal auf Rot. Und außerdem ist es ja auch mal interessant, was anders zu sehen. Also mal, ich bin ja der Einzige halt in dem oberen Fahrerfeld, der jetzt andere Reifen hat. Ist ja auch logisch. Theoretisch, wenn man gut ist, kann man eigentlich auch Rot-Weiß fahren. Also von daher... Ist auch nur ein Boxenstopp. Wenn man gut ist, stirbt man in Belgien nicht. Das ist tatsächlich so. Ich werde sowieso rausfliegen. Ja, ich möchte gern weitermachen. Bitte jetzt nicht einen Fehler.
Oh so, Gott, Leute, wir starten Platz 1. Ja, aber du kommst zwei Plätze noch mit davor. Wow. Ich bin auf dem gleichen Platz, theoretisch, wie letztes Mal. Ich bin, glaube ich, auch auf 5 oder 6 oder so gestartet. Boah, wie ging das denn jetzt so schnell? Das Auto von Jan hüpft voll. Oin, oin, oin. Alter, warum ging das so schnell plötzlich? Piep, 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 piep. Ich glaube, Micha, irgendwer von euch hat schon einmal... Ja, ich nicht. Ja, ich habe aus Versehen X gedrückt. Ich konnte an meiner Rennstrategie nichts ändern. Hä, was habt ihr denn? Nur mal so... Ja, neu hier. Leicht denn nicht. Ja, aber das... Ich weiß ja nicht, was ich hab. Ach so. Ich habe ja X gedrückt, anstatt Viereck. So ein Spaß. Wir starten von 1, Leute. Die erste Kurve wird schon mal RIP. Und dann die Orange. Bam, weg. Das letzte Mal, wo Safety wir von 1 gestartet sind, sind wir nicht ins Ziel gekommen. Okay, Michael, also du startest innen. Also das heißt, ja, ich auch. Ding ist aber außen. Also das ist eigentlich gar nicht so geil. Aber du startest eh schlecht, ja. Jan. Also da. Ja. Wahrscheinlich fahre ich einfach geradeaus und ramm dich weg. Oder Leclerc, Ferrari ist immer an allem schuld. Ja. Alter, wie es gerade plötzlich Alter, richtig dunkel geworden ist. Oh mein Gott. Es ist richtig dunkel geworden plötzlich. Ich bin so schlecht gestartet. Was war das? Achtung, ich muss innen bleiben. Ich habe einfach kein Gas gegeben. Oh, das ist aber nicht innen. Achtung, ich bin da und der Ferrari ist auch da. Und ich bin da. Okay, den Ferrari müssen wir auch vorbei lassen. Jo. Digga, ihr rammt euch da immer weg. Alter. Was macht ihr da? Hagnack. Wir sind hinter Leclerc und Jan. Der Start war nicht gut. Ich habe die erste... Alter, was macht Vettel? Der ist einfach ausgeschert. 22 Runden. Das wird wirklich witzig. Naja, okay, mit dem Regen. Lass uns versuchen vorzurücken. Also ich habe auf jeden Fall eine coole Strategie. Eine, das ist aber also ich habe eine richtige hässliche Strategie, kann ich einmal dazu sagen, weil ich natürlich richtig früh an die Box muss früher als alle anderen. Deswegen muss ich jetzt halt richtig Power geben, damit ich halt immer ein bisschen Abstand habe, aber es wird halt richtig, also es wird richtig hässlich für mich, weil ich halt mitten im Feld rauskommen werde. Das wird so viel Zeit kosten, dass halt Mike halt einen Overcut gegen mich machen kann. Und nicht nur machen kann, sondern er macht auch einen Overcut gegen mich. Weil der Reifenflüsterer wieder da ist. Ich bin wieder da. Ja, das war so knapp. Mein RS für die Runde verbraucht. Er dreht mich, ich bin weg, Reifen weg. Boah, das ist ja noch nie passiert. Alter, da habe ich es mal wieder erlebt, die KI. Boah, shit, jetzt darf ich nicht überholen. Oh. Da habe ich es mal wieder erlebt. Das wird euch beide ja freuen, dass ich auch zum ersten Mal Safety... Safety habe ich nicht ausgelöst, ne? Ich hätte... Bitte. Aber... Ich hätte Leclerc gehabt ohne Safety Car. Ja, machst du nix. Wie gesagt, dass ich Belgien überlebe, ist sowieso selten. Dass das jetzt so passiert, ist natürlich schade. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen, wünsche den beiden natürlich ganz, ganz viel Glück. Schaut bei dem Kanal vorbei. Ich werde das auch tun und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.